Leute, es geht wieder weiter mit Zelda Breath of the Wild. Wir sind auch hier in diesem schönen Dorf zu Hans. Hans. Du Hans. Wir haben noch diesen Gegner da oben, ne? Da traue ich mich nicht. Da traue ich mich nicht. Obwohl ich mich immer heilen kann, traue ich mir das nicht. Hateno, 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 Kakariko, Kakariko. Dorf der Suche nach dem Leunen. Das Bild habe ich ja schon gemacht. Hat dich gebeten, ihr Bild auf den Donner östlich. Ich finde die Möglichkeit, den Leunen zu zeigen. Ah, okay, hier. Hä? Hey. Ah. Hi. Guten Morgen. Link. Wie steht es mit dem roten Leunen? Hier, bitteschön. Oh, fantastisch. Lass mich schnell einen Blick darauf werfen. Was für ein seltsamer Schrei. Bitte verzeih mir. Es geht mir schon wieder gut. Das ist also ein Leunen, ein Frosch, ein flößende Bestie. Wenn sie das sehen, werden sich auch die Dümmsten hoffentlich aus dem Kopf schlagen, das Donnerhorn zu besteigen. Ich danke dir. Ich werde den jungen Leuten im Dorf dieses Bild zeigen. Oh, richtig, deine Belohnung. Okay. Diesen Zora-Beinschuss entwarf vor langer Zeit ein Schmied auf Geheiß des Zora-Königs. Er wurde sehr populär. Vielleicht weißt du, dass der östliche Stausee ein Gemeinschaftsprojekt von Hyjana und Zoras war. Nachdem er vollendet war, begann man als Zeichen der Freundschaft diese Art Beinschutz für Hyjana anzufertigen. Leider kamen mit der Zeit immer weniger Hyjana zu uns. Deshalb musste der Rüstungsplan meines Vaters schließen. Dieser Beinschutz war der letzte, was noch in unserem Lager verblieben war. Damit kann ein Hyjana schwimmen wie ein Zora. Bevor er in unserem Lager weiter Staub fängt, gebe ich ihn lieber dir. Dir als Hyjana wird er sicherlich hilfreich sein. Ja, gut, haben wir das aber erledigt. Bloß. Doch, hier Tasche. Bloß das hier, ne? Ah, da fehlt uns noch eins von den Sets, ne? Kopfbedeckung. Müssen wir auch noch upgraden. Da müssen wir eine Fee wieder suchen. Stimmt, wir könnten mal hier so einen Tempel. Wo sollte dann noch ein Tempel hin? Der ist jetzt fertig, ne? Dann ist der Turm. Was sind hier? Ah, ich glaube, die sollen ja. Ah, ja. Könnte ich abklappern, ja. Da haben wir alles. Teleportieren wir uns trotzdem, weil da hinten ist noch ein Schrein oder sowas. Schauen wir mal. Gut. Jetzt habe ich da einen Elefanten im Bild. Okay. Das ist ja cool. Der ist am Hüppen. Am Hüppen, am Hüppen, am Hüppen, Hüppen, Hüppen. Hoppen, 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 hoppen. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh wieder hin ist, diese Grog. Ich weiß nicht, wie hieß er nochmal? Grog. Boss. Keine Ahnung. Wo man halt das wo man halt Sachen im Prinzip kauft, aber keine Ahnung, wo das ist. Hier lang, ne? Hey. Sind hier lang. Ja. Haben wir die schon fotografiert? Hey. Ja. So.
Ja, wir sind richtig. Wir sind white. Was war da? Maxi-Trüffel. Eine Frau. Hey, du! Ein Chica? Ich meine, ein Dingens. Kasha Sabek. Ich bin Kasha vom Stamm der Gerudo. Merkt ihr meinen Namen? Man mag es mir nicht ansehen, aber ich bin eine meisterhafte Bogenschützin, die einst in der Garde bediente. Bei der Verteidigung von Gerudo-Stadt gegen Monster war ich dafür berühmt, stets ihre Köpfe zu treffen. Ach, das ist der Strahl. Cool. Schon cool gemacht. So, dann gehen wir mal dahin. Ich stehe ja hier. Ich sehe zwar einen Tempel, einen Schrein. Was? Das ist schon was anderes. Cool, hier kann man sich drunter stellen, aber bringt ja eigentlich nichts. Hm? Da. Ah, den kennen wir schon. Ich glaube, von den Vögeln haben wir alles. Oh, was, ey? Nee, das ist ein Wildschwein einfach. Ey, warte! Was ist denn hier? Oh. Ich sehe es. Oh nein, die Eisdanze ist zerbrochen. Und kein Eisstab. Auch gut. Was ist hier? Warum ist denn hier so ein Kristall? Was hab ich da hier gemacht? Kann ich auch nehmen. Kann man auch schon. Oh, hier drunter? Ich weiß nicht. Könnte sein, warte. Nein, ich soll springen. Springen, du Bob. Nö, hier ist nix. Na, sehen. Oh, warte. Was ist das denn da? Ey, was? Ein Alienstrauß. Keine Gegner, ne? Ja. Ja.
Achso, es sind Kristalle. Da haben wir einen Hammer. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Feuerschnecke gemacht. Ja, keine Ahnung, was das ist. Warum, weshalb, warum? Hier weiß ich auch nicht, ob ich da hingehe. Ich glaube, ich gehe erstmal hier. Also den Weg entlang, oder? Ist das hier? Ja, das ist der Weg. Oder? Ja. Diese, ja. Diese Weg, ja. Man muss wieder hoch, egal. Blim, blim. So. Hier gehe ich den Weg mal entlang, ne? Ich weiß noch nicht, wo lang es da geht. Auf jeden Fall zum nächsten Abschnitt, aber was ich da markiert habe. Entweder der Turm oder. Ja, kann ja nur. Obwohl, warte mal, ich guck mal. Bei den Quests. Es ist. Nee. Quests. So, hier. Hä, wo ist das? Die Hauptquest. Ah, hier. Jetzt gucke ich mal auf der Karte. Oh, das ist was anderes. Das ist irgendein Turm, den ich schon mal gesehen habe. Ja, oder wir könnten auch mal hier runter. Ah, Mann, wir könnten überall eigentlich hin. Oder hier. Ja, komm. Dieses Bling, 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 boah, das geht mir auf den Sack, ne? Wer geht denn da? Das ist die alle wie letztes Mal? Ja. Das ist eine Händlerin einfach so. Oh, da hinten ist ein Schrein. Ich glaube, mir geht es zu diesen Garudo, also diese Geronen. Sehen wir mal aus. Alter, was ist denn da los? Ach, das sind einfach nur Boblins. Haben wir das erledigt. Nichts Besonderes. Shit. Nein.
Eine Waffe wieder, die ich nicht kenne. Gut. Ein Knochenbockstock. Zack. Ja, wir haben eine verloren, also von daher. Dankeschön. Und wir haben viele Herzen verloren. Ah, das ist hier nicht so gut. Was ehrlich denn da? Ein bisschen Gefühl hier. So, mir tut die Hand ein bisschen weh. Und juckt ganz Zeit, weil ich da, oh, die haben wir auch noch nicht. Weil, ja, ich bin mit der Hand an Brennnessel gegangen und das tut völlig weh. Hat das gespeichert? Ja, ah, egal. So. Wer kennt denn? Achso, ist die alte. Oder? Hey, was machen die? Gibt so viel zu erkunden, ne? Unfassbar. Wer ist das denn? Oh, so ist ein Reisender. Oh! Oh nein! Krank die Dinger, oder? Hure, ey. Hure! So, wir haben wieder so eine Plötze-Reitstelle. Stall am Berge. Hey. Hi! Gatte. Guten Abend! Wenn du hier im Stall am Berge halt machst, bist du wohl auf dem Weg nach Geronia. Genau. Dachte ich mir. Warte mal, willst du in dem Aufzug nach Geronia? Ja. Und deswegen landen Touristen immer wieder in Schwierigkeiten. Es gibt dort viele steile Klippen und ab der zweiten Etage ist es so heiß, dass man buchstäblich in Flammen aufgeht. Normalerweise mische ich mich ja nicht ein, aber ich will dich auch nicht in dein Verderben rennen lassen. Tja, ich schätze, dann muss es wohl sein. Meine Brandschutzmedizin schützt vor diesen extremen Temperaturen und ich kann dir welche verkaufen. Selbst erfahrene Reisende nehmen für den Weg nach Geronia mindestens 3. Oh, toll. Warum schenkst du mir nicht? Weißt du, boah, ich dachte gerade, du schenkst mir was. Dann nehme ich 3, komm. Blöde Alte. Hier. Ich würde sagen, damit schaffst du es auf jeden Fall nach Geronia. Ja, klar. What the fuck is this? Hey, wie wäre es mit einem Lied, Reisender? Nanu? Das da an deiner Hüfte? Ach, es ist nichts. Tut mir leid, wir haben uns eben erst getroffen und ich... Wer bist du denn? Oh, hast du noch nie einen Orni gesehen? Ach, wo sind wir? Wir sind nur meine Manieren. Ich will
Ich bin Kashiwa und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Liedern von Hyrule? Alte Lieder? Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert haben und die Verheerung aufgehalten haben. Eines der bekannteren Lieder anhält von einem Helden, der vor über 10.000 Jahren die Verheerung abwehrte. Möchtest du das alte Lied hören, das mein Meister mich gelernt hat? Ja. Oh. Mit Vergnügen, legen wir los. Heimu, stolze Blüte, unsere Welt wurde seit seiner Wege. Hey. Ja, das kennt man glaube ich auch schon. Das habe ich gerade geskippt. Danke fürs Zuhören. Wenn dir wieder mal der Sinn nach einem Liedchen steht, komm vorbei. Komm hier von dem DLC. Kam nicht ein DLC raus, das genauso. Das sieht genauso aus. Einfach Papagei, weißt du? Okay. Hat jemand eine. Oh, wollte schon gerade sagen, hat jemand eine Quest? Wenn ich nur auch so malen könnte. Hoppala. Bist du auch wegen des Bildes hier? Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Wozu, der Besitzer des Stalls hat vor einiger Zeit in seiner Freizeit dieses Bild gemalt. Man beachtet den beeindruckenden Vulkan im Hintergrund, der den Stall subtil hervorhebt. Das muss die Südansicht des Stalls sein. Ich bin beeindruckt von der Komposition des Gesamtbildes. Und der Will. Dass ich ein Bild von da auch fotografiere. Ja. Willkommen! Darf es eine Übernachtung sein? Nein. Ja. Bitte bei uns wieder. Die kennen wir schon. Ja, sonst kennen wir alle, ne? Ah! Der. Ist auch hier. Oh, die haben wir. Hey, Meisteraxt. Haben wir noch nicht. Zack. Ist sie besser als die Hillebase? Jo. Und dann? Tschüssi. Wie viel denn? 18 Euro. Hier ist auch noch was.
markiert, hieß anscheinend Schrein. Jo, da ist ein Schrein. Makito Schrein. Ich hoffe, das ist kein Wäscherschrein. Sondern einfach ein Rätsel, weißt du? So, kann man ja alles. Leiter, wenn du Leiter noch kletterst, musst du dir am Meister keine Sorgen machen, außer du springst mit Hilfe von X. Aber es lädt sich wieder nah. So, wir, mittlerweile haben wir genügend Herzen, wir brauchen mehr Ausdauer, finde ich. Die Kugeln öffnen den Weg. Okay, wir haben Herzschau. Komm, wir da rein. Hey! Ah, shit. Ah, ich habe ja diesen Dings-Modus, ne? Geht das damit auch? Stasis-Modul. Na, das gibt's doch nicht. Komm ich schnell so hoch. Was hat denn der aktiviert? Oh Gott, ey. Ich hab keine Ahnung. Oh. Sehe, wenn ich das hier mache. Boah, Alter, ich merke, die hier wegwiesen. Aua. Das gibt's doch nicht! Mann, ich komm da einfach nicht schon. Was? Ich muss da irgendwie. Hey. Hey. Das klappt.
Ich muss erstmal hier hochkommen, wa? Nö. Das geht nicht. Oh Mann, jetzt häng ich wieder an einer Scheiße, ey. Wieso geht denn das nicht? Du sollst so. Wie schnell deine Kugel kommt, ne? Schon extrem. Was? Hä? Jetzt gemacht. Was nehme ich denn? Weiter, weiter, weiter. Oh, du bist so ein Idiot. Das ist alles. Boah, wie dumm muss man sein? Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum da irgendwie so ein Fleck da oben da war. Ich habe keine Ahnung. Kugel da oben. Wie soll das gehen, bitte? Erstens das. Müssen seine Waffen dafür opfern? Nein! Wechsel die Scheiße so. Mhm. Alles klar. Nee, bring dich jetzt sofort um. Meine Fresse. Treib mal Selbstmord. Boah, ist er immer noch nicht tot. Meine Fresse. Bring dich um. Endlich. Heißt das eine Kugel? Zieht... Die Hälfte seines Lebens, aber hier so Lava, ein Herz. Hä? Logik? Das bringt doch alles gar nichts. Das ist einfach nur Schwachsinn, was ich hier mache. Nichts. Bomben bringen einfach nichts. Magnet? Der eine ging mit Magnet. So, warte. Magnet.
ist ja cool. Boah, wie cool. Aber wenn ich den jetzt anklicke, kommt keine Kugel mehr, oder wie? Da war ja noch eine Truhe da hinten, glaube ich. Oh, da ist die Truhe. Ah. Ja, da habe ich nicht nachgeguckt, ich Idiot. Da kommt keine Kugel mehr. Oder kommen die nur, wenn ich runter bin? Das ist ja voll dämlich. Dann haben die irgendwie so ein Selbstbewusstsein, weißt du? Warum war da eine Wand zerbrochen? Das brauche ich nicht sogar dann. Hoffe ich doch mal. Ritterschwert. Okay. Super, ne? Ich habe ein cooles Ritterschwert bekommen. Oh nein. Das ist aber nur hier. Das ist nur da, okay. Wehe. Ich flipp aus, ne? So, Alter, es gibt mal ein Abzeichen. Es hackt es. Abzeichen bitte. Jo, danke. Zeichen, Bewährung. So, haben wir uns verdient. Alles klar. Noch eins, ne? Dann haben wir das vier Binde voll für ein neues Herz Ausdauer. Ne, für ein neues Ausdauercontainer. So, jetzt haben wir. Da ist die. Und wir wollten ja ungefähr hier hin. Ja, dann reisen wir noch dahin, ne? Und zwar im nächsten Part. Also bis dann.